Heute gibt's den Hot Wheels 5 Alarm von Mega. Ein Set mit 284 Teilen ab 5 Jahren und ganz viel Kram. Bis gleich nach der Intro. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Ja, wie ihr sehen könnt, der Vorderseite der Box vom 5 Alarm, ja, man kann schon einiges erkennen, wie das Teil nachher aussieht. Hier auch schön, dass man den auch als normale Feuerwehr dann bauen kann. Auf der Rückseite ist auch interessant, hier sind schon die ganz neuen Hot Wheels, die nächstes Jahr in den Handel kommen. Hier ist zum Beispiel der Camaro, die anderen weiß ich jetzt noch nicht, könnte man sicherlich online noch nachgucken, aber ist ja auch egal. Anleitungen sind diesmal zwei dabei. Die erste ist hier für dieses kleine Teil und die zweite, die ist größer und dicker, die ist für den 5 Alarm. Natürlich auch für den Unterbau und später auch für die normale Feuerwehr. Ja, und wenn ihr euch die genau angucken wollt, dann geht einfach auf Mega Bauanleitungen oder Mega Instructions. Da habe ich die auch schon hochgeladen. Gucken sich sehr, sehr viele Leute an. 5 Alarm ist eigentlich eine ganz normale Feuerwehr. Die Leiter kann man ein bisschen oben und unten verstellen, wenn man das möchte, die bleibt noch stehen, ist hier auch ein bisschen beweglich. Ansonsten das Dach kann man auch relativ einfach abnehmen, da kann man dann natürlich auch wieder eine Figur reinsetzen, ein Sitz ist da auch mit bei. Ja, und ansonsten schauen wir uns den gleich nochmal von allen Seiten an. Was auch schön ist, viele schöne Aufdrucke wieder, die passen auch sehr gut zusammen. Auf dem Dach ist auch noch ein schöner Druck drauf, Fire Hot Wheels Department. Und wie man sehen kann, das Rot hat wieder so ein bisschen Metallic-Teilchen drin, damit das wieder so lackfarben aussieht. Ja, aber wie gesagt, schauen wir uns das Ding mal von allen Seiten an. Die linke Seite haben wir ja schon gesehen. So ist die Vorderseite. Ja, ein bisschen unscheinbar. Hier natürlich noch ein bisschen zu sehen, die Scheinwerfer. Warum die da jetzt rot sind, weiß ich auch nicht, aber... Ja, die rechte Seite auch wieder sehr schöne Drucke hier überall, wie man sehen kann. Ja, und die Rückseite, da sind hier so ein paar Haltestangen, hier auch rote Rücklichter, sieht man leider auch kaum. Und das ist es auch. Die Unterseite, ja, macht nicht so viel her. Und die Oberseite hatten wir jetzt auch schon gesehen. Mit dabei ist auch so ein kleines anderes Gefährt. Ja, ob das jetzt so ein Go-Kart sein soll oder was, das kann ich gar nicht sagen. Ist auch ganz nett gemacht. Vorne diese schönen gelben Scheinwerfer. Hier ja so ein bisschen der Sitz auch angedeutet. Ja, das Rot halt auch wieder mit diesen Metallteilchen. Ne? Unterseite. Das ist nichts Dolles. Also ja. Figuren sind auch zwei dabei. Hier der Feuerwehrmann. Auch sehr schön bedruckt. Vorne das Hot Wheels Logo. Eine schöne Weste hat er an. Auch der Helm vorne an der Seite. Kann man gut lesen. 5 Alarm. Auf der Rückseite auch nochmal ein Hot Wheels Logo. Da nochmal 5 Alarm. Ja, und oben der Helm hier mit einer 68. Die zweite Figur ist eine Frau. Auch schöne Drucke. Auch an der Seite auch wieder 5 Alarm draufstehen. Rückseite ein bisschen oben rot bedruckt. Ja, und vorne halt auch wieder Hot Wheels Logo. Ja, die Haare finde ich auch richtig klasse gemacht. Mit so einem Pferdezopf, ne? Pferdeschwanz. Doch, also das sieht schon wirklich nett aus. Die Reifen sind natürlich wieder aus Gummi, wie bei allen Hot Wheels bisher. Ja, bei den Figuren, die Weste kann man natürlich abnehmen und wie man sehen kann, den Helm und die Haare kann man auch austauschen. Das heißt, man kann auch einfach dem Mann die Haare von der Frau aufsetzen und ja, hat auch ein bisschen was, oder? Rumflitzen kann das kleine Teil auch. Die große Feuerwehr natürlich auch. Was bei meinen 5 Alarm ein bisschen auffällt, hier das hintere Rad, das hat irgendwie gar keine Bodenhaftung. Also wenn man da mal guckt, auch das Vorderrad, ich kann jetzt nicht sagen, wo dran es liegt, aber ich finde es halt seltsam. Auf der anderen Seite ist es ähnlich. Mal ein bisschen geht's, aber ne?
Ob die Teile jetzt ein bisschen krumm und schief sind, kann ich natürlich nicht sagen. Richtig rangedrückt habe ich alles. Möchte man jetzt die großen Reifen benutzen als Monster Truck, muss man die drei kleinen natürlich unten entfernen. Und wenn man sich das hier mal anguckt, hier sind tatsächlich so Platzhalter und die passen genau hier zwischen. Ne? Und dann kann man das so festmachen und dann ist es gut. Ja, und so sieht der Five Alarm halt mit den Rädern aus, mit den Monster Truck Rädern. Ja, verhält sich genauso wie die anderen. Wenn man den ein bisschen kippt, dann fährt er um die Kurve. Also ja, nettes Spielzeug. Geradeaus fahren kann allerdings auch. Wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss, dass man den nicht zur Seite kippt. Ja, so viel dazu. Kommen wir mal zum Fazit. 27 Euro habe ich für das Set bezahlt. Das war noch relativ am Anfang. Inzwischen gibt es das sicherlich auch günstiger. Ja, also 7 oder 5 Euro für dieses kleine Teil hier finde ich persönlich viel zu viel. Sicherlich, es gab ja in der ersten Wave auch Hot Wheels, die 15 Euro kosten sollten, wo auch so ein kleines Teil mit dabei war. Zum Beispiel der Off-Duty. Und naja, also ich weiß nicht, ob das wirklich 5 Euro wert ist. Wenn man sich das große, den großen Monster Truck anguckt, die kosten sonst 20 Euro. Ich denke, das ist okay. Mit dem Ding vielleicht 23, würde ich sagen, geht so. Allerdings gab es ja auch schon den Roger Dodger als Monster Truck Version. Und da ist ja sogar ein richtig 10 Euro Hot Wheels noch mit dabei. Das hat damals auch 25 Euro gekostet und war später im Ausverkauf für 17 Euro. Das ist natürlich ein wesentlich besserer Deal. Nichtsdestotrotz, der Five Alarm ist natürlich ein ganz spezieller Monster Truck. Ist auch sehr beliebt. Auch sehr viele Leute laden sich da oder gucken sich das Video von der Bauanleitung an. Von daher ist es wohl doch ein sehr beliebtes Teil. Außergewöhnlich natürlich, dass man hier halt diesmal drei Achsen jeweils hat mit 6 Rädern. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Man kann es halt auch als normales Feuerwehrauto benutzen. Also für Kinder, denke ich mal, ist es doch wieder ein ganz tolles Set. Wenn man ein bisschen Geduld hat, kriegt man es wahrscheinlich auch etwas günstiger. Und wie gesagt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ist die gewohnte Qualität, von daher. Der Bau, der war doch relativ zügig. Also das hier, das hat glaube ich nur 5 Minuten oder so gedauert. Und das Teil hier, naja, müsste ich jetzt lügen, vielleicht 20 Minuten. Vielleicht war es auch schneller, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber ja, ist ganz nett gewesen, der Bauspaß. Hier so ein bisschen Baurichtungsumkehr und so. Ja, dass man es hier halt auch schön drehen kann, ist auch ganz nett. Die Drucke sind toll. Also von daher kann man damit nicht viel falsch machen. Gut, das war's schon wieder für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.